the champions, two times on the trot, Borussia Dortmund. A season where Borussia Dortmund were record breakers. Die erste Chance hatte Shinji Kagawa nach 14 Minuten. 17. Minute, Götze mit Übersicht auf Großkreuz. Da war es, das erste Tor der neuen Saison. Erzielt von einem der großen Gewinner der letzten Saison, Kevin Großkreuz. Lewandowski mit der Hacke und dann Götze ganz abgezockt. 2-0 BVB, 29 Minuten. Absolviert. Wiedersehen Westermann und Manzien. Pause nicht knapp vergeben hätte. Doppelpass mit Bender, dann Großkreuz zum ersten, zum zweiten. 3-0 BVB. So einfach kann Fußball sein. Großkreuz schnürt seinen Doppelpack vor seiner Südtribüne. Auf der kam nach einem Eckball von Gökhan Töre lediglich noch zum Ehrentreffer durch Robert Tesche. In der sechsten Minute, Firmino hatte abgezogen, der Brasilianer. Die einzige Änderung muss der Gefaulte selbst, Salihovic, und drin ist er. Keine Veränderungen an der Startelf vornahm, sah nach dem frühen Rückstand, dass seine Mannschaft kaum geschockt reagierte und anfing, auf den Ausgleich zu drängen. Baute die Borussia weiterhin konsequent Druck auf und kam durch Neuzugang Ivan Perisic zur großen Ausgleichschance. Nach einer Ecke von Neuzugang Chris Löwe kam er völlig frei im Strafraum zum Kopfball, scheiterte aber an der Latte und auch der Nachschub. Spiel gegen Hoffenheim vergessen zu machen. Bei hochsommerlichen Temperaturen entwickelte sich eine rasante Partie mit BVB-Schlussmann Roman Weidenfeller als auch der 18-jährige Schäfer-Ersatz Rakowski auf Seiten der Nürnberger. 60. Minute, Dischek auf Götze, Götze, Lewandowski, Antwort, 5 Minuten nach dem Wiederanpfiff. Beginnt Dortmund mit dem Spektakel. Wie gewohnt, wie einfach. Nürnberg agierte jetzt offensiver und bot den schwarz-gelben Roller. Eingewechselte Perisic konnten nicht für die Vorentscheidung sorgen. Wie schon im Spiel gegen Hoffenheim. Das ist Großkreuz und keiner geht hin. Da zieht er ab und der Ball senkt sich. Unglücklich für Nürnberg ins eigene Tor. Kevin Großkreuz, Saisontor Nummer 3, aber natürlich hat er dann. Rolfes mit feinem Päschen, Schürrle alleine vor Weidenfeller. Erste Großchance in diesem Spiel. Weidenfeller, der sich unter der Woche ein wenig. Renato Augusto. Stefan Reinhardt mit dem Kopfball. Roman Weidenfeller mit der nächsten Glanzparade. Super Reflex des Dortmunder Schlussmanns. Dank Roman Weidenfeller stand es aber weiterhin 0-0 und die Dortmunder Fans durften weiter auf einen Dreier in der Fremde hoffen. Erst recht. Jetzt kamen die Borussen Götze maßgenau auf Perisic. Leno reißt die Faust hoch, entschärft den Ball mit überragendem Reflex. Was für eine Parade. Wie kommt der Ball zu Kagawa und dann wieder Leno. Er hielt seine Farben im Spiel. Nächste Glanzparade des Leverkusener Schlussmanns. Diesmal traf es Götze auf Seiten der Dortmunder, der nach dem harten Einsteigen von Balic. In der letzten Schlussphase war der BVB das bessere Team und kam dem Sieg sogar noch einmal ganz nahe. Doch Hummels Kopfball flog knapp am Pfosten vorbei. Großen Chancen zu kommen. Im Gegenteil, es war die Hertha, die die erste Großchance zur Führung hatte. Der Pfosten rettete für Weidenfeller. Danach. Tja, eine Sache für Gündogan. Kraft aber unten, der Keeper. Mit guter Reaktion lenkt die Kugel um den Pfosten. Gut große Chancen herauszuspielen. Großkreuz nochmal kurz vor der Pause. Aber sein Abschluss. 2-0, Weidenfeller dazwischen und dann nochmal Raphael. 1-0 Hertha, 50. Minute. Zunächst kann Weidenfeller noch sich Ecke Hertha, Mijatovic, Weidenfeller und dann staubt Niemeyer ab. 2-0 Hertha BSC. War das die? Für den BVB reichte es nur noch zum Anschlusstreffer durch Lewandowski. Die Borussia musste die erste Heimniederlage nach 18 Partien einstecken und die Elf von Markus Babbel aufmerksamen 96-Keeper Ron-Robert Zieler, der mehrfach stark parierte. Lewandowski, Shinji Kagawa, das 0-1, ein Irgendwie-Tor. Hagi kommt da nicht mehr hin, 63 Minuten zu diesem Zeitpunkt absolviert. Auf gegnerischem Platz.
Die Dortmunder waren nun am Drücker und hätten kurze Zeit später durch Großkreuz die Vorentscheidung herbeiführen. Pander, das kann er richtig gut. Und Hagi an die Latte, was für eine Möglichkeit. Schlussphase, die 87. Minute, die Ecke von Christian Pander und da ist Karim Hagi. Er machte ein gutes Spiel. Hofer wollte mehr. Sergio Pinto auf Didier Jakonan, sein erster Treffer seit dem 14. Mai. Binnen zwei Minuten haben die Niedersachsen das Spiel gedreht. Erster gegen Zweiter, heute hieß es 13. gegen 11. Der BVB, Heinz Müller ein ums andere Mal das Nachsehen. Es kam sogar noch dicker für die Klopp 11, denn man musste mit einem Rückstand in die Kabine. Nizza, Nikolai Müller zum ersten und zum zweiten. Wahnsinnstor, 1-0 Mainz, 33. Minute. Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Piszczek im Zentrum, Lewandowski, Perisic, Ivan Perisic, der Ausgleich. Das 1-1 und das war sowas von verdient. Heinz Müller kann zunächst klären, da kommt Piszczek und der Ball ist drin. Wahnsinn, Dortmund mit dem Lucky Punch, denn Lukas Piszczeks Treffer zum 2-1 gleichzeitig der Endstand. In der Bundesliga-Geschichte kam der BVB gegen den noch sieglosen Aufsteiger aus Augsburg zu einem ungefährdeten. Nochmal dran und dann steht's 1-0. Die Augsburger kriegen den Ball nicht hinten raus und schon liegen sie hinten. Dann die 44. Minute, die Flanke von Götze. Sanko wehrt in die Mitte ab und da lauert Lewandowski. 2-0 Dortmund, der Pole schnürt den Doppelpack, der BVB. Doch Sanko scheiterte mit seinem Schuss an Roman Weidenfeller, der Schlüssel zum Sieg. Der Pass von Lewandowski, genauso gefühlvoll wie der Abschluss von Mario Götze. Was an von diesem Dortmunder Traumpaar. Mario Götze diesmal als Vorbereiter, Führender, wen wohl Robert Lewandowski. In der Mitte Pizarro mit der Volley-Abnahme. Hummels eher zufällig dazwischen, steht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen. Perisic mit dem Übersteiger gegen Sokratis. Trockenes Pfund ins kurze Eck. 1-0 BVB. Die knappe Halbzeitführung geriet nach der Pause zunehmend in Gefahr, weil Torschütze. Doch die Bremer scheiterten mit ihren Versuchen entweder am Aluminium oder am hervorragend aufgelegten Weidenfeld. Ping-Pong in der Box, irgendwie kommt der Ball zu Omojela. Unfassbares Spiel, 2-0 BVB. Bremen drückt, Dortmund trifft, kein Abseits, erneut. Großkreuz, der hat die Übersicht, Kagawa 1-0. Frühe Führung für die Borussia. Kein Abseits von eins seiner Stärke, der Rückpass. Köln kann nicht klären, Bender im Liegen und dann Marcel Schmelzer mit seinem schwächeren Rechten. 2-0 Borussia. Piszczek mit dem Traumpass auf Bender, Lewandowski am kurzen Pfosten. Wieder klingelt es im Kölner Tor. 3-0, 44. Minute. Defensive nur Begleitschutz. Der Ball kommt zu Lewandowski. Der hat leichtes Spiel. 4-0 BVB. Minute. Blaschikowski hat Raum und Zeit. Flanke auf Sebastian Kehl. Nächster Treffer. 5-0. Es wurde jetzt ein echtes Schützenfest im Signal. 1 Chancen und 24-1 Torschüsse sprachen am Ende eine deutliche Sprache. Der BVB kletterte mit dem 4. Sieg in Folge auf Platz 2 der Tabelle. Vertraute Jürgen Klopp wieder auf Torjäger Robert Lewandowski, der zu diesem Zeitpunkt bereits 7-mal erfolgreich war. Der deutsche Meister dominierte ganz klar die Anfangsphase. Erste Minute, Freistoß für die Hausherren, getreten durch Heinald an Hanning an den Pfosten und Taski steht richtig, das 1-0 für den VfB. Seit 349 Minuten musste Weidenfeld Götze auf Kagawa, dann Piszczek, kein Abseits, das 1-1. Und wenn man die ersten 45 Minuten Revue passiert... Dass der BVB am Ende das Spiel nicht gewann, lag vor allem an Stuttgarts Keeper Sven Ulreich, der mit... Kommt zu Götze. Götze, aber Ulreich, überragend. 89. Supotic mit dem Kopfball, wieder Ulreich. Was ist denn jetzt los? Der VfB-Keeper rettet seiner Mannschaft das Unentschieden. Frisch. Götze, wie man ihn kennt, auf engstem Raum. Dann der trockene Abschluss. Dortmund nach 12 Minuten mit 1-0 in Front.
Schön kombiniert zwischen... Negativer Höhepunkt dieses Auftritts war ein Ellbogencheck von Kyrgiakos an Neven Subotic. Folge... In aller Ruhe auch Sekunden vor der Pause. Kagawa, da war es, das längst überfällige und hochverdiente 2:0 für den BVB. Wieder die VfL... Zum Anschlusstreffer... Denn der vor der Saison verpflichtete Alexander Klepp konnte freistehend aus 11 Metern einschieben. Die prompte Antwort des weiter klar überlegenen BVB. Bender steht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Zuvor die Ecke von Götze, Piszczek zu 1. Nochmal nach Lewandowski, auf und davon. Der Chip vorbei an Benaglio, 4:1. Die Messe zugunsten von Schwarz-Gelb war gelesen. 71. Minute, der Torhunger war noch lange nicht gestillt. Wieder Götze, der Torschütze, 5:1. Eine Gala-Vorstellung des BVB oder anders ausgedrückt eine blamable Partie des VfL Wolfsburg. Und 5 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus Dortmund und ging nicht nur deswegen in der Allianz Arena abgegeben. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt Minuten der Partie eines Besseren belehrt, da sowohl die Bayern als auch die Borussen Minuten als Ribéry aus guter Position deutlich über das Tor von Roman Weidenfeller schoss. Piszczek über rechts und dann Lewandowski mit der Chance zur Führung, 51. Minute. Die mit Abstand größte Möwe. Die andere Seite, Mario Gomez mit seiner bis dato Ergebnis. Kagawa vor Neuer und dann Götze mit dem Nachschuss. Nächste Großchance für die Gäste, aber super Parade von ihm. Als die Bayern hatten in dieser Phase mehr vom Spiel und so kam es dann auch. 65. Minute, Lewandowski leitet ein, Badstuber und Boateng desorientiert. Götze der Nutznießer, es ist 1:0 Borussia Dortmund. Die herausgespielten Chancen machte der überragend aufspielende BVB-Keeper Roman Weidenfeller. Der französische Nationalspieler war es dann auch. Nach 2 Siegen in der letzten Spielzeit war es nun der 3. Sieg hintereinander für den BVB gegen den großen Konkurrenten aus dem Süden. Wieder ein Freistoß, wieder Schmelzer und dann Lewandowski mit dem Kopfballtreffer. Das 1:0 für die Borussia der Neuen. Er sah eine starke Dortmunder Mannschaft. In der 29. Minute Mario Götze in seinem 50. Bundesligaspiel. Unnerstall, klasse. Und Matip verhindert mit letztem Einsatz. Hummels auf Barrios, Unnerstall, klasse. Aber Santana kommt aus der zweiten Reihe. Und der macht das 2. Tor der Dortmunder. 2:0 für die Borussia, für den Brasilianer. Und der Meister drängte auf das 3:0. Was lediglich der beste Schalker an diesem Tag, Lars Unnerstall. Sich drin hat einen guten linken Fuß, aber bitte Lewandowski, Dante, Ter Stegen und Janschke. Letztendlich mit der Erklärung. Lewandowski beim Ball von Santana, nicht im Abseits. Nur Lewandowski 1:0 für Dortmund, 40. Minute. Der Pole mit seinem 10. Saisontor, mit dem ersten auswärts in der Bundesliga hat er sein... Nicht nach Hause bringen. Es schien also alles für den Meister zu laufen. Bobadilla auf Hanke und der mal richtig trocken. 1:1. Mike Hanke am letzten Spieltag mit dem Doppelpack in Köln und jetzt schon wieder mit einem Treffer. Alles musste sich am Ende aber mit dem Unentschieden zufrieden geben. Beide Serien hielten also. Großkreuz, Shinji Kagawa und das ist das 1:0. Der kleine Mann, der vor 1,5 Jahren aus Osaka zu den Schwarz-Gelben gekommen ist. Ja, jetzt Olcay Şahan. Sein erstes Bundesliga-Tor, gleich ein Traumtor. Chancenverwertung. Mats Hummels zum 3. Mal Aluminium in diesem Spiel. Dortmund nicht gerade. Versprechende Szene für Schwarz-Gelb. Robert Lewandowski, Kevin Trapp mit einer zwischen eingewechselte Aluminium, die 4. Götze nicht ganz fit, das war zu spüren, aber in dieser Szene war er voll da, der 19-Jährige. Dass sein Team offensiv bemüht war, defensiv, aber nachlässig und das wurde bestraft. 7. Minute. Tolle Kombination von Borussia Dortmund. Und dann ist es 34. Minute. Dann kombinierte der Sportclub. Macht richtig gut. Und Jan Rosenthal mit dem erfolgreichen Abschluss. Die Dortmunder hindern die beiden Freiburger in dem Fall nicht am... Jan Rosenthal mit dem versuchten Rückspiel. Und plötzlich landet der Ball bei Błaszczykowski. Die Freiburger spielen nicht mehr weiter. Der Linienrichter hatte die Fahne gehoben. Aber Schiedsrichter Günther Perl ließ die ganze Geschichte laufen.
Ilkay Gündoğan mit dem 2:1 für Dortmund. Und hier sehen wir es nochmal. Die Freiburger reklamierten, da war doch die Fahne. So auch in Minute 59 aufgepasst. Kevin Großkreutz in Szene gesetzt. Seits von Großkreutz und der macht es ganz uneigennützig. Doppelpack Robert Lewandowski, 4:1 Borussia Dortmund. Kagawa mit dem klugen Zuspiel auf Kevin Großkreutz und dann ist der Ball drin und das war auch hochverdient. Das 1:0, das ist die Spielminute. Robert Lewandowski, der geht da ganz alleine durch. Und das ist das 2:0 für die Dortmunder, der 13. Die Dortmunder mit Lewandowski, der auf Błażejkowski und dann steht es 3:0. Hamburg ist sein Pflaster. Wir machen den Sprung in die Schlussphase, eine Viertelstunde noch zu spielen. Foul von Diekmeyer. Und gewinnt das Duell gegen Jaroslav Drobny. Das war bereits Lewandowski und Großkreutz im Doppelpass. Und dann Lewandowski mit dem 5:0. So leicht geht das. Auflösungserscheinungen in der... Zwar durch Guerrero noch Ergebniskosmetik, aber auch das konnte den Dortmundern die Feierlaune nicht mehr verderben. Geh sofort ihre Grenzen auf. Bereits zur Halbzeit war die Partie entschieden, der BVB in allen Belangen deutlich überlegen. Rudi verliert hier den Ball, Kehl dazwischen, Shinji Kagawa, immer noch Kagawa, 1:0 für den BVB, völlig verdient die Führung für Dortmund. Und er wusste, Błażejkowski im Zusammenspiel mit Kagawa, Błażejkowski in der Mitte, Großkreutz, 2:0 für den BVB. Błażejkowski letzte Woche schon mit einem starken VB, 55 Minuten vorbei. Großkreutz, Kagawa, 3:0, Dortmund, Deckel drauf. Hoffenheim hier chancenlos gegen furios aufspielen, ne Dortmunder. Zum Anschlusstreffer durch Fabian Johnson, der eine Flanke über links von Edson Brafheit mustergültig verwertete. Aber auch dieses Tor änderte nichts mehr an dem Erfolg der Gastgeber. Von den letzten 23 Spielen verloren die Schwarz-Gelben nur ein einziges. Minustemperaturen. Die 48. Spielminute und die Dortmunder legten hier richtig gut los im zweiten Durchgang und zwar mit der Führung. Lukas Piszczek legt ab. Florian Mayer entschied hier auf Abseits. Robert Lewandowski wurde da zurückgepfiffen. Dann Kagawa und da ist der eingewechselte Lukas Barrios. Der meldet sich als Torschütze des BVB zurück. Sein Treffer Kagawa. Liegt quer auf Kuba, aber der trifft den Ball nicht richtig. Jetzt im Getümmel, Großkreutz mit dem Schuss. Leno im Nachfassen hält das 0:0 fest. Die beste Möglichkeit bislang in einem zu diesem Zeitpunkt lässt den Leverkusener ins Leere rutschen. Und es steht 1:0 für die Gastgeber. Erster Schuss auf das Gästetor und der erste Treffer. Aber das macht der Japaner schon sehr, sehr gut. Zuschauern ein ähnliches Bild. Dortmund war optisch überlegen, hatte jedoch nur wenige Torraumszenen. Die Dortmunder hatten an diesem Tag vom schwachen Team aus Leverkusen rein gar nichts zu befürchten. Und so verflachte die Partie dann auch. Bei den Dortmundern fehlten mit Kagawa und Götze zwei wichtige Offensivkräfte. Dadurch übernahm Lewandowski die zentrale Position hinter der einzigen Spitze. Lewandowski, der in die Gasse zu Piszczek. Die drei Polen des BVB mit einer schönen Kombination. So schnell wie die Hertha nach der Pausefahrt aufgenommen hatte. In der Mitte Lewandowski mit dem Kopfball, Kraft dazwischen und dann ist es Großkreutz mit der Führung für den BVB. 66. Minute, das 1:0 für die Gäste. Wie gab es im Hinspiel bei den 96ern. Eine Schrecksekunde für den Meister ereignete sich kurz nach Anpfiff, als 96-Stürmer Mam Diouf Sven Bender mit dem Fuß im Gesicht traf. Piszczek schickt Lewandowski, der nimmt Fahrt auf und trifft 1:0 Borussia Dortmund. Es war verdient, schon das 15. Sich höher ausfallen können, doch nach Lewandowskis Pfostentreffer stand Piszczek beim Nachschuss nur knapp im Abseits. Von Piszczek, Błażejkowski mit der Brust, legt zurück auf Lewandowski. Die Polen-Connection hat einmal mehr zugeschlagen. 2:0 Dortmund, Doppelpack Lewandowski. Vorzüglich die Vorarbeit von Donan, sein Schlenzer aus der zweiten Reihe und er passte. Mit dem zweiten Ballkontakt bringt er seine Farben zurück ins Spiel. Vorbei.
Die Borussen verloren danach ein wenig den Faden, aber sie hatten ja noch ihren Joker Perisic mit der Entscheidung in der Nachspielzeit. Gündogan auf Kagawa und da kommt Kuba! Jakub Laszczykowski mit dem 1:0 für den BVB. Der Pole mit seinem dritten Saisontreffer allesamt. Stimmende Mannschaft. Einzig und allein die mangelnde Chancenverwertung musste sich das Team von Jürgen Klopp vorwerfen lassen. Und das bestrafte ausgerechnet Choloi, der auf Navenwohl Mohamed Zidane. Und wer sonst als er sollte hier das Tor für den FSV machen. Zidane mit dem 1:1 bleibt da zunächst hängen. Aber die Kugel kommt noch mal rein. Kagawa ist da und trifft zur erneuten Führung für den BVB. Kagawa mit seinem... tat sich der BVB in der Anfangsphase schwer und fand nicht so recht in die Spur. Der FCA versteckte sich keineswegs und setzte mit dem Freistoß Hummels und jetzt aufgepasst Lewandowski und Langkamp. In der Mitte muss da vier Jentsch retten. Da waren in der ersten Halbzeit nur noch 5 Minuten zu spielen. Der BVB brauchte... Der BVB dann Glück, als der völlig freistehende Bellinghausen am glänzend parierenden Roman Weidenfeller scheiterte. Diese Chance so etwas wie ein Wack. Schaut kurz auf, Laszczykowski sieht Großkreuz und Jentsch mit einer Riesenparade. Burger bemüht, ließ aber die letzte Idee im Abschluss, das für die Augsburger deutlich wertvoller war als für die Westfalen. Das ist Ilkay Gündogan und das ist Shinji Kagawa. Das 1:0, der trifft also an seinem 23. Geburtstag ein Tor. Shinji Kagawa, Hartherz klärt vor dem heraneilenden Laszczykowski. Der BVB gewann die letzte. Kehl, der Kapitän und die Latte verhindert einen Rückstand. In der Zeitlupe sehen wir der Ball nicht vollständig hinter der Linie. Gut gesehen vom Schiedsrichter gespannt. Dann Ilkay Gündogan, der hält einfach mal drauf und anschließend dann das Duell. Kuba gegen Schmitz, kein Elfmeter. Und das war, da stützt sich Sokratis gegen Hummels auf. Und diesmal hatten die Bremer Glück. Lanić, seine Maßflanke auf Novakovic. Und dann führte der FC 1:0 durch den zuletzt als chancentot abgestempelten. Gleich auch mit leichten Anfangsproblemen. Freistoß, Schmelzer, Kopfball, Piszczek. Borussia Dortmund gleicht aus. Und dann im Kagawa Maß, Traumtor des Japaners. Der BVB drehte das Spiel 2:1. Dortmund nutzte die Schwächephase. Der Gastgeber Lewandowski staubt ab. Nächster Nackenschlag. Die Kölner hatten keine Mittel mehr, der Borussia entgegenzudrehen. Nächste Minute, die Entscheidung durch Gündogan. 4:1. Alles klar hier für die Dortmunder. Tore schießen leicht gemacht für die Gäste. In 80. Minute. Kagawa schnürt seinen Doppelpack, sorgt hier für den dann der eingewechselte Perisic mit dem 6:1 Endstand. Die komplette Kölner Mannschaft nur noch ein Schatten ihrer selbst. Mit dem höchsten Auswärtssieg des BVB in der Bundesliga-Geschichte brannte der BVB ein Offensivfeuerwerk ab. 48. Minute, Lukas Piszczek, wieder Aluminium. Pizzer, hier legt ab. Kagawa ist zur Stelle, das 1:0. Dortmund wie aus einem Guss. 49. Minute. Kuba netzt zum 4. Mal in dieser Saison ein 2:0. Ist mit Worten sehr schwer zu beschreiben. 50. Minute. Da ist Vedat Ibišević. Das ist der Anschlusstreffer. Die Bemühungen offensichtlich mehr. Julian Schieber, der geht an allen vorbei. An Piszczek an. 50. Minute. Julian Schieber, der war jetzt richtig heiß. Die Auswärtsführung, 82. Minute, Mats Hummels drischt den Ball in die Maschen, 3:3. Mal mit einer Ecke, geht da etwa noch mehr? Der eingewechselte Ivan Perisic, der erzielt das Stuttgarter Christian Gentner, der Ausgleich, 4:4. Einfach verrückt, was sich hier Mitte der ersten Hälfte, der nächste Angriff, Perisic bedient Lewandowski, da war sie. Die Auswärtsführung in der der VfL mit Schäfer und dann Mandzukic und Helmes mit der Riesenmöglichkeit. Dann Gündogan, der schlänzt den BVB den Titel ein kleines Stückchen näher. 2:2. Jakub Blaszczykowski an die Latte. 2:1 Toren, aber hier war der Sieg noch lange nicht sicher. In der 61. Minute der Anschlusstreffer der Wolfsburger Mario Mandzukic im Fernduell.
Die Wolfsburger warfen nochmal alles. Da ist Lewandowski und der macht den Deckel drauf. Er schaufelt die Kugel rein, der Pole. Drei wichtige Punkte für Klopp und sein Team vor dem Showdown. Ausverkauften Signal Iduna Park, der Kampf der Titanen zwischen Spitzenreiter Dortmund und dem Tabellenzweiten. Über auf Großkreuz, Neuer mit der Glanztat und dann nochmal Lewandowski. Nächste Mega-Chance, Stunde erstmals in Position, Toni Kroos aus der Distanz. Super mit der weiten Flanke, Lewandowski und der Pfosten rettet. Riesendusel für die Bayern, zum 19. Mal Aluminium für den BVB. Kakawa schraubt seine Eins nochmal mit dem Flachschuss aus Spitzenwinkel. Nichts war, sondern nicht entscheidend klären, Großkreuz aus dem Hinterhalt und dann was passiert, der Ball im Netz, 1-0 Dortmund. Weil Lewandowski im Strafraum gegen Weidenfeller, der Niederländer kommt zu Fall und Knut Kircher selbst Robben gegen Weidenfeller und der Elz. Was für eine Schlussphase, Serlade Robben mit dem Nachschuss. Das darf doch alles nicht, Lewandowski überlupft Neuer, wieder Aluminium. Zum dritten Mal in diesem Spiel, aber es spielte keine Rolle mehr. Und dann Jefferson-Verfahren von außerhalb des Strafraums zum 1-0 für den FC Schalke. Aus Spitzenwinkel zum Ausgleich 1-1, da sieht Hüntteler. War drin. Christian Fuchs mit der Flanke. Klaas-Jan Hüntteler erwischt da den Ball nicht optimal. Gegen die Spitzenmannschaften haben sie Dortmunder. Die 56. Minute. Ekay Gündogan durch die Hosenträger von Uchida. Und Papadopoulos geht der Ball für die Dortmunder. Marcel Schmelzer führt aus. Und dann ist Sebastian Kehl zur Stelle. Da fiel ihm der Ball. 1996-97 beide Saisonduelle. Da die Bayern gegen Mainz patzten, konnte der BVB auch schon von Gästekeeper Marc-André Ter Stegen. Für Dortmund. Erst probiert Kagawa. Der Pfosten rettet. Dann Lewandowski, der nachsetzt. Doppelchance für den BVB. Rein und Perisic macht die Führung für Dortmund perfekt. Bliebe es bei diesem Treffer, wäre Borussia Hummels. Der ist nicht im Abseits in der 37. Minute. Ter Stegen dazwischen. Nächste gute Chance. 1-0 also für Borussia Dortmund. Fast überhaupt nichts. Bis auf eine Chance vom kommenden Dortmunder Marco Reus. Von Stranzel gefällt. Vorteil, sagt der Schiedsrichter. Und Shinji Kagawa nutzt diesen zum 2-0. Der BVB zum 8. Mal deutscher Fußballmeister. Und der Jubel, der kannte natürlich keine Grenzen mehr im Signal Iduna Park. Dortmund gewinnt 2-0 gegen Mönchengladbach. Vor Tunis gegen 2 macht er gut. Und dann dieses Missgeschick hier von Felipe Santana. Er befördert den Ball ins eigene Tor. Die Führung für die Roten. Lucas Barrios. Der Ausgleich setzt sich gegen Rodney hier durch und Sippel hat keine Chance mehr. Für Barrios war es das BVB. Wieder das Zuspiel für Barrios. Der steht völlig frei für Mario Götze. 3-1 für die Gäste. Er war lang aufgrund einer Schambeinentzündung ausgefallen. Und CK Pjatovic steht völlig frei und köpft den Anschlusstreffer für die Gastgeber. Fortunis mit der Vorarbeit. Die Dortmunder ließen in der Defensive ebenfalls den größten Einsatz jetzt vermissen. Und Barrios ist wieder zur Stelle. Barrios mit Treffer Nummer 3 in dieser Partie. Die Dortmunder stehen mit dem 4-2 den alten Abschuss. Van Perisic und der Pfosten rettete erneut. Wieder Perisic und jetzt passte das Ding. Lucas Barrios war mit seinem Dreierpack der Mann des Spiels beim alten und neuen deutschen Meister, der seine Serie von ungeschlagenen. Es war der letzte Spieltag einer atemberaubenden Saison der Borussia. An einem trüben und regnerischen Nachmittag in Dortmund. In der 5. Minute ging super los. Kuba Błaszczykowski durch die Beine von Freiburgs Hacke voll mit großartigen Angriffen der Dortmunder. Hier das 2-0. Lewandowski in der 20. Minute das Ganze eingeleitet. Piszczek gerade noch abgeblockt und Lewandowski drückt ihn über die Linie. Dreisgnade vor Rechter gehen, aber die Dortmunder, sie machten einfach so weiter. Des wiedergenesenen Mario Götze. Ansonsten nahm die Klopp-Elf nun deutlich an Tempo. Neben dem Gewinn der deutschen Meisterschaft konnte sich Dortmund noch über die Aufstellung diverser Rekorde freuen.
Der BVB schloss die Saison durch das 28. Spiel in Serie ohne Niederlage mit einem neuen Punkterekord ab. 81 Punkte gelangen zuvor keinem anderen Team in der Geschichte.